Ihr Lieben, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Es wird wieder gekocht. Und zwar gibt es Spargel. Was habe ich vor mit diesem wunderschönen Produkt? Ich mache einmal, zeige ich euch, wie man Spargel schält. Ich zeige, wie ich den Spargel koche, wie ich einen guten Spargelfond herstelle. Dann mache ich einmal einen lauwarmen Spargel mit Sauce Vinaigrette. Ein ganz leichtes, vegetarisches, um nicht zu sagen veganes Gericht. Dann gibt es Spargel mit Sauce Hollandaise, ein Klassiker. Und ich zeige euch eine Spargelsuppe und dazu mache ich karamellisierten Spargel. Mir geht es darum, dass hier im Grunde soll man die Basics vom Verarbeiten und von der Zubereitung von Spargel, dass ihr das hier heute seht. Machen kann man alles Mögliche noch damit, mit Fisch kombinieren, mit Fleisch kombinieren, mit Geflügel, da ist alles möglich. Falls ihr noch mal wissen wollt, wie man genau mit Spargel umgeht, was die Frische angeht, den Einkauf, dann guckt doch mal in mein Tutorial rein. Mein erstes Tutorial. Schaut mal rein. Ich würde mich freuen. Ich zeige euch erstmal, was ich hier alles so stehen habe in meiner Küche. Ich habe hier einmal einen Topf mit Wasser, den ich jetzt anstelle. Nicht zu viel Wasser, da ist jetzt gerade mal so ein Drittel ist der mit Wasser gefüllt. Ich habe schon mal ein bisschen Spargel geschält. Hier ist nochmal ungeschälter Spargel. Hier sind neue Kartoffeln. Nachher mache ich ein bisschen neue Kartoffeln auch dazu. Ja, und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch, wie ich das Spargelwasser abschmecke, so dass ihr nachher auch eine schöne Suppe herstellen könnt. Ziel muss sein, den Spargel geschmackvoll zu kochen, aber den Fond vom Salz, von der Süße, von der Kraft so zu machen, dass er eben weiterverarbeitet werden kann. Für einen guten Fond brauche ich Wasser ist drin, Zitrone. Die lasse ich so, wie sie ist. Das ist eine Bio-Zitrone. Okay, Zitrone, dann ein Stück Butter, Zucker, so nicht zu viel und Salz. Rezept seht ihr in der Infobox, wenn ihr da genau mal nachschauen wollt. Ich habe jetzt drin Salz, Zucker, Zitrone, Butter und lasse das Wasser jetzt einmal aufkochen. In der Zwischenzeit zeige ich euch, wie ich den Spargel schäle. Ich habe hier schon ein bisschen was vorgeschält und demonstriere euch mal so bei 2-3 Stangen, wie ich das mache. Ich habe hier schon die gewaschenen Spargelschalen, auch die Endstücke, seht ihr gleich, dass ich die so ein bisschen abschneide, so daumenbreit. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Einmal den Spargel so auf den gesamten Arm legen, zwischen Daumen und Zeigefinger festhalten und dann ganz langsam drehen und dann abschälen. Ich mache das hier mit so einem Sparschäler, den mag ich am liebsten für Spargel. Und dann schön rund schälen. Das siehst du auch hier, wie toll dieses Produkt ist. Knackig. Spargel besteht ja zu 93% aus Wasser. Von daher auch super gesund. Das kann man dann nochmal checken, indem man hier nochmal genau schaut, ob er schön rund und auch, dass keine Schale mehr dran ist. Ist so. Von daher wunderbar. Und dann schneide ich immer von hinten nochmal so ein daumenbreites Stück ab. Das ist so ein bisschen holzig. Das kommt auch in den Spargelfond. Und beim hinten zurechtschneiden habe ich mir im Grunde schon auf die Länge geschnitten, wie ich ihn haben möchte auf dem Teller nachher. Man kann den Spargel auch ein bisschen kleiner schneiden von der Länge her. Aber ich finde, wenn er in der ganzen Größe auf dem Teller liegt, dann sieht das sehr, sehr sauber und sehr exakt aus. Das seht ihr nachher, wenn ich es anrichte. So, Spargelwasser wird heiß und jetzt mache ich schon die Spargelschalen rein. Gewaschen sind sie. Salz, Zucker, Zitrone, Butter ist dran am Wasser und rein damit. Und die lasse ich jetzt nicht irgendwie endlos lange im Wasser, sondern einmal aufkochen, warte 2-3 Minuten, dann hole ich sie auch wieder raus. Weil sonst wird der Spargelfond bitter und das wäre ja nicht so schön. Gut, also Spargelschalen sind im Wasser drin. Ich lasse es einmal aufkochen und dann mache ich die Hitze runter und lasse es nochmal 2-3 Minuten ziehen. Spargelschalen kommen nachher raus und da in diesem Wasser koche ich dann auch den Spargel. Und wie ich den nachher koche, das seht ihr dann. Es hat auch so ein bisschen was Besonderes, weil ich koche den nicht richtig lange, sondern, oder andersrum, ich koche ihn einmal auf und lasse ihn dann stehen. Und teile mir meine Zeit nachher bei den anderen Sachen, die ich vorbereite, so ein, dass ich mit den ganzen anderen Beilagen fertig bin, wenn der Spargel fertig ist. So kann er bis zum Schluss im Wasser bleiben. Ja, und als nächstes mache ich die Sauce Hollandaise. Dafür schon mal Butter aufsetzen, denn das dauert am längsten, die muss klären. Das heißt, ich werde die Butter so lange erwärmen, so lange vor sich hin köcheln lassen, bis die Molke verdampft ist.
und dann das reine Butterfett übrig bleibt. Das Ghee, sagt man auch, das reine Butterfett. Und mit diesem reinen Butterfett kann ich dann nachher die Hollandaise fertig machen. Wenn ich die Butter nur so schmelzen lassen würde und das, die Butter mit der Molke an meine geschlagenen Eier dazu mache, dann wird sie einen Tick zu flüssig. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber dadurch, dass die Molke weg ist, ist der Wasseranteil weg von der Butter und deswegen wird die Hollandaise eben auch dann schön dicklich. Parallel, während die Butter hier vor sich hin blubbert, habe ich in einem Topf ein bisschen frischen Estragon und Pfefferkörner und werde jetzt Weißwein drauf gießen. Riesling. Ich habe immer hier so meinen Riesling, mit dem ich koche. So, das lasse ich jetzt einmal runterkochen. Das ist meine Reduktion, die ich dann auf das Eigelb gebe. Ich habe ein Eigelb. Darauf kommt dann diese Weißwein, weißer Pfeffer, Estragon-Reduktion drauf. Und das schlage ich dann schaumig, wie so ein Sabayone, sage ich mal. Und wenn das dann schön schaumig ist, dann lasse ich langsam die Butter einlaufen. So, während das hier so vor sich hinläuft, kann ich im Grunde schon das Ei trennen. Spargel kocht jetzt auf hier, die Spargelenden und die Spargelschalen. Ich mache die Hitze auch jetzt klein. So, und die Schalen kommen direkt raus. Ich probiere schon mal. Bisschen Salz noch. Kein Zucker. Passt, Zitronenbutter ist rum. Butter sorgt dafür, dass der Spargel eben ein bisschen Fülle bekommt, nimmt dem Spargel auch ein bisschen Säure. Die Zitrone sorgt dafür, dass eben auch das Ganze weiß, schön weiß bleibt. Und auch der Spritzer Zitrone, diese Frische von der Zitrone, gibt dem Spargel eben auch, sagen wir mal, was Positives. Das gehört einfach dazu. Und die Mischung aus Salz und Zucker ist eben auch wichtig. Er braucht ein bisschen Süße und daher Zucker ist da wichtig und eben Salz. Spargelschalen werde ich jetzt abpassieren. Sinnvoll ist, wenn man Spargelschalen abpassiert, dass darunter eine Schüssel ist. Weil wir brauchen ja den Spargelfond. Wenn der weg ist, das wäre schade. So. Und hier ist der wunderbare Spargelfond. Ich rieche es auch schon sehr, sehr schön. Die Menge Spargelwasser, ich sag mal so, auf jeden Fall nicht zu viel. Der Spargel muss bedeckt sein und soll da dann nachher weich kochen bzw. aufkochen und dann gar ziehen. Also den Topf voll machen mit Wasser macht keinen Sinn. Je weniger Flüssigkeit, wenn man nachher eine Soße erstellen möchte oder einen Fond braucht, je weniger Flüssigkeit, umso besser. Das heißt, gar gut, in der Regel immer gerade so bedeckt und dann hast du auch einen tollen Geschmack nachher in dem Fond drin. Guck mal hier, die Butter fängt schon schön an hier zu. Soll ich sagen, also die Molke verdampft jetzt und die Butter wird immer klarer. Ist übrigens dann nachher ein Moment, wo man aufpassen muss, dass die Butter nicht zu dunkel wird. Dann kann natürlich verbrennen und gerade im unteren Bereich, deswegen muss man so ein bisschen gucken. Wenn sie ein bisschen bräunlich wird, ist nicht schlimm. Das gibt auch der Hollandaise einen schönen, intensiven Geschmack, so leicht nussig. Sie darf nur nicht verbrennen und vielleicht so, wenn da so ein paar dunkle Punkte dabei sind, die vielleicht raus passieren. Sehen wir aber gleich. Mal gucken, wie es bei mir wird hier. Die Reduktion reduziert ein, die Butter klärt. Jetzt würde ich das Eigelb trennen. Wenn man ein Sabayon schlägt, dann kann man sich ein Wasserbad aufbauen. Wir machen das aber hier auf der Herdplatte. Passiert mir immer wieder. Ich weiß, wenn ich Eier trennen soll, welche Schüssel nehme ich, wo kommt das Eigelb rein, wo kommt das Eiklar rein? Geht es euch auch so? Also, aber ich krieg's hin. Ja, so, genau. Ein Eigelb. Topf, Eigelb, Schneebesen. Die Reduktion ist gut so jetzt und die lasse ich jetzt mal hier, passiere ich durch, ich habe jetzt so ein T-Sieb und mache jetzt den reduzierten Weißwein, weiße Pfeffer, Estragon, das passiere ich jetzt hier einmal durch. So,
So, die Reduktion kommt jetzt zum Eigelb, aber nicht so heiß, sonst gerinnt das sofort. Ich gehe mal ganz kurz das bisschen abkühlen. Die Butter wird hier immer besser, duftet auch wunderbar. Zu sagen wäre noch, wenn eine Butter geklärt ist, kann man auch etwas heißer da drin braten. Sie verbrennt dann nicht mehr so schnell. Das heißt, man kann auch wunderbar helles Fleisch da drin kurz gebraten machen oder eben auch ein Wiener Schnitzel in geklärter Butter schön ausfrittiert, beziehungsweise in dieser geklärten Butter schön, sag mal, kochen, bis die Blasen von der Panade aufschlagen. Also dafür ist natürlich auch eine geklärte Butter wunderbar. In der ayurvedischen Küche wird auch fast nur mit oder nur ausschließlich mit Ghee oder mit der geklärten Butter gearbeitet. Wenn ich gleich die 100 schlage, die Butter muss, sagen wir mal, warm sein, nicht richtig heiß. Die Eischaumasse auch warm, nicht richtig heiß. Wenn die Butter zu heiß ist, wird es nichts. Wenn die Butter zu kalt ist, wird es auch nichts. Also so eine warme Temperatur. Und beides gleich. Auch bei einer Mayonnaise ist das gleiche Prinzip. Die Eigelbe, die man mit dem Senf verrührt, sollen die gleiche Temperatur haben wie das Öl, was man nachher reintut. Und so ist es bei einer Sauce Hollandaise auch. Gleiche Temperatur. Aus dem Grunde, ich würde mal sagen, die Butter passt so. Ist schön klar. Ich könnte sie noch ein bisschen länger köcheln lassen. Dann wird sie vielleicht noch einen Tick klarer, aber mir reicht das. Ich würde jetzt die Butter in eine andere Schüssel umfüllen und dann lasse ich sie ein bisschen runterkühlen. Ich passiere die auch nicht. Und hier sieht man so ein bisschen unten gleich die noch Molkepartikel im unteren Bereich hier. Ja, das lassen wir zurück. Also die Butter habe ich hier in der Schüssel drin. Die ist noch ein bisschen zu heiß, aber ich glaube, das ist gleich soweit. Dann habe ich die Weißweinreduktion, hatte ich ja passiert und habe sie jetzt im Kühlschrank runterkühlen lassen, dass sie etwas abkühlt auf Zimmertemperatur. Das Eigelb ist im Topf und jetzt mache ich die Weißweinreduktion dazu. So. Also Eigelb und Weißweinreduktion. Und das lasse ich jetzt hier, das rühre ich jetzt schaumig und zwar hier direkt auf der Herdplatte auf Stufe 2. Ich rühre eine gedachte 8 und immer schön lässig aus dem Handgelenk, also nicht den Arm so, sondern hier so das Handgelenk so bewegen, dann schmerzt das nicht so. Stabil stehen dabei, drüber nachdenken, was man so im Leben alles richtig oder falsch gemacht hat. Und aber bitte zwischendurch aufpassen, immer mal schauen. Es darf natürlich nicht zu heiß werden. Wenn das zu heiß wird, dann gerinnt das Eigelb und es gibt eine Art Rührei. Und das möchte ich nicht, weil das habe ich ja nachher dann kleine Klümpchen in der Hollandaise drin. Also da ein bisschen aufpassen. Ich bin auf 2, kann nicht viel passieren. Ich gehe ein bisschen höher mit der Hitze auf 3. Nichts passieren kann euch, wenn ihr in ein Wasserbad reingeht. Dann ist die Hitze nicht so stark, dass das Ei gerinnen kann. Hier auf der Herdplatte muss man halt ein bisschen gucken. Nach dem gleichen Prinzip schlägt man auch eine Sabayone. Im Grunde Eigelb, Weißwein oder Masala, einen aromatischen Likörwein rein, bisschen Zucker und dann schaumig schlagen. Gleiches Prinzip. Man sollte aber schon so, ich sag mal, ein paar Minuten schlagen und immer die gedachte 8. Ich spüre das jetzt. Zieht etwas an, das heißt, es wird ein bisschen dicker, das passt. So, jetzt habe ich schön leichten Sabayon. So, und da kommt gleich die Butter rein. So, ich habe das jetzt hier, das Eigelb mit dem Wein mit der Reduktion schaumig geschlagen, habe jetzt ein Tuch runter, damit es ein bisschen stabil ist. Jetzt fülle ich mir die Butter hier in diese Glasschale, dann kann ich das besser schütten. Schön klar. Und lass das tröpfchenweise einlaufen und rühre jetzt schön sanft die Sauce Hollandaise. Wichtig ist langsam, weil wenn ich zu schnell die Butter einrühre, dann nimmt das Eigelb die Butter nicht richtig auf. Der Eischaum nimmt die Butter nicht richtig auf und dann trennt sich das und dann hat man eine geronnene
und getrennte zerlassene Butter. Das sieht natürlich nicht gut aus. Deswegen ruhig ein bisschen Zeit lassen. Gerade wenn man es noch nie gemacht hat, ruhig langsam machen. Nur darauf achten, dass die Soße immer warm ist. Dass sie nicht kalt wird, dass sie immer warm ist. Auch da kann nämlich passieren, wenn sie abkühlt, die Hollandaise, dann kann sie sich auch wieder trennen, weil man sie ja wieder erwärmen muss etwas. Deswegen immer schön warm halten. Kann man, bevor die Gäste kommen, kann man die Hollandaise ruhig fertig machen, dass man nachher diesen Stress nicht hat, wenn man die Gäste schon am Tisch hat und dann eine Hollandaise rührt. Man kann das ruhig, bevor die Gäste da sind, die Soße Hollandaise fertig machen, dann an einem warmen Ort stellen, abgedeckt, Tuch drüber gelegt und dann stehen lassen. Dann nur nochmal lauwarm mit dem Schneebiss nochmal ein bisschen warm rühren. Und dann hat man die Hollandaise wunderbar auch. So, die Butter geht jetzt rein, wunderbar. Jetzt kann auch nichts mehr passieren, deswegen mache ich ein bisschen schneller. Jetzt schlägt man keine 8 mehr, also jetzt möchte ich keinen Schaum mehr reinschlagen, sondern jetzt rühre ich nur noch die Butter ein. Duftet schon. Und diese Kombination aus Säure, das Ei für die Bindung, ja, aber aus Säure und Butter, das duftet so wunderbar und es gibt, ja, also mehr Harmonie zum Spargel ist kaum möglich. Schön gelb, duftet schön. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Salz ran. Eine Soße Hollandaise kann man auch ganz toll abwandeln, indem man frische Kräuter reinschneidet. Also einen schönen Kerbel passt dazu. Auch gerade Kerbel und Spargel ist auch eine schöne Kombination. Also frischen Kerbel kann man reinschneiden in die Hollandaise. Man kann sie tomatisieren. Entweder Tomatenwürfel reinmachen oder eben auch ein bisschen Tomatenmark dran. Dann hat man eine Soße Choron, sage ich mal. Das ist auch so eine klassische Buttersoße. Ja, aber mir reicht hier der klare Geschmack, die Soße Hollandaise. Ich habe sie jetzt nochmal verfeinert mit Salz, habt ihr gesehen. Und Spritzer Balsamico mache ich noch dran, weißen Balsamico. Der gibt nochmal so eine schöne, angenehme Säure. Bisschen nur. Und ein Tropfen Zitrone bei der kleinen Menge. Ein Tröpfchen Zitrone. Von meiner schönen Bio-Zitrone. So. Ja, Soße Hollandaise ist fertig. Stelle ich mir beiseite. Brauche ich nachher. Jetzt werde ich den Spargel kochen. Das Spargelwasser mache ich an, auf groß. Dann kommt er gleich rein. Das mache ich mal so. Brauche ich gleich, um den Spargel dann rauszuholen. Ich habe immer so ein bisschen Krepppapier bereit, weil der Spargel ja sehr wässrig ist. Und wenn man den nachher aus dem Wasser holt und kurz mit der Schaumkelle aufs Krepppapier, dass das Wasser ein bisschen abläuft und dann rüber auf den Teller zum Anrichten. Spargelwasser kocht. Spargel kommt rein. Ich habe 2 geschälte Stangen beiseite genommen, habe mir die in so schräge Scheiben geschnitten. Der wird nachher karamellisiert für die Suppe. Wasser kocht. Spargel rein. So, den Spargel habe ich jetzt im Spargelfond drin. Lass ihn jetzt einmal aufkochen und mach die Hitze aus. In der Zwischenzeit rühre ich die Vinaigrette. Dafür habe ich einen kleinen Topf, mache einen Tropfen Olivenöl rein und dünste mir Schalotten an. Schalotten dünsten jetzt an für die Vinaigrette in ein bisschen Olivenöl. Und jetzt fülle ich ein bisschen Spargelfond drauf. Lass das ein bisschen einkochen. Und da ist es jetzt sinnvoll, dass man eben den Spargelfond eben nicht an die Salzgrenze geht, sondern so ein bisschen den harmonisch abgeschmeckt hat. Weil wenn der zu salzig wäre, der Spargelfond, und ich mache davon die Vinaigrette, dann habe ich hier viel zu viel Salz dran. Deswegen bin ich da grundsätzlich ein bisschen zurückhaltender. Für die Vinaigrette habe ich Schnittlauch, Tomatenwürfel, Frühlingslauch, Spargelscheiben, also aus rohem Spargel habe ich ein bisschen Spargelscheiben, ist auch so im Rezept schon drin, und Olivenöl und weißen Balsamico. So, Spargel hat es einmal aufgekocht. Und jetzt mache ich ihn aus.
weil ich weiß, ich brauche noch mit der Spargelsuppe und so, brauche ich noch so 10 Minuten, 15 Minuten, dann wird das wunderbar. Aber die Hitze ist komplett aus. So, für die Vinaigrette mache ich jetzt nochmal eine Prise Salz, bisschen Pfeffer aus der Mühle an die Basis, an die Schalotten-Spargelfond-Reduktion. Das passt schon. Jetzt mache ich daraus eine Vinaigrette, indem ich weißen Balsamico dazu tue. Und mit einem kleinen Schneebesen rühre ich jetzt das Olivenöl rein. Geht auch mit Rapsöl, mit einem Sonnenblumenöl. Dass es so eine schöne gelbe Farbe bekommt. Das ist die Basis, die Vinaigrette-Basis, wo ganz zum Schluss, kurz vorm Anrichten, mache ich die Einlage rein. Wenn ich jetzt alles reinmachen würde, die Tomaten, die Spargelabschnitte oder die Spargelscheiben, den Frühlingslauch und den Schnittlauch, wenn ich das jetzt schon reinmache, wird das nur grau, verliert an Frische, an Farbe. Deswegen kommt das nachher nur erst kurz vorm Anrichten rein. Lasse ich noch einmal kurz aufkochen, die Vinaigrette, und stelle es beiseite. Als nächstes mache ich die Spargelsuppe. Dafür werde ich ein bisschen Butter aufschäumen und mit bisschen Mehl eine kleine Mehlschwitze machen. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich eine Mehlschwitze mache bei einer Spargelsuppe. Ansonsten habe ich den Begriff Mehlschwitze, ist irgendwie, gibt es nicht mehr so bei mir. Aber bei einer Spargelsuppe, da darf gerne eine kleine Mehlschwitze sein. Also Butter und so ein 2 Teelöffel Mehl mache ich gleich rein. Die Butter aufschäumen, Schneebesen bereithalten und heißen Spargelfond haben wir auch da. So, die Butter schäumt schön. Und jetzt mache ich so 2 Esslöffel Mehl rein. Und jetzt kommt Spargelfond drauf. Gehe ich auch direkt hier rein. Der wird ja nur besser, der Fond, je länger der Spargel auch drin liegt. Und gieße hier den heißen Spargelfond an die Mehlspitze. So. Dann kommt jetzt ein bisschen flüssige Sahne dazu. Spritzer Zitrone. Kleinen Moment kochen, damit der Mehlgeschmack rausgeht. So, jetzt habe ich hier das schön kochen lassen. Jetzt mache ich die kalte Butter rein und mixe die mit dem Zauberstab hier rein. So, 2 Stückchen und Topf schräg halten. Jo. Und los geht's. Seht ihr das? Super schaumig. Eigentlich die schnellste Suppe der Welt, oder? Also Spargelfond, bisschen Mehlschwitze, bisschen Sahne, Butter, Mixstab und schon ist die Suppe gut. Ich check nochmal. Die Butter gibt ja natürlich jetzt nochmal eine schöne Fülle. Wunderbar, ich würde gar nichts mehr machen. Sehr schön. Jetzt würde ich den Spargel karamellisieren. Das wäre dann die Einlage für die Spargelsuppe. Man kann ihn auch normal, den gekochten Spargel, auch reintun als Einlage, aber ich finde es ganz schön, wenn er so ein bisschen karamellisiert ist. Dafür eine Pfanne. Da mache ich ein kleines bisschen Zucker ran. Und lasse den jetzt gleich mal ein bisschen bräunen. Wir haben die Hollandaise, wir haben die Spargelsuppe. Der Spargel hier sieht gut aus. Und jetzt kann man natürlich, wenn man ein bisschen unsicher ist, mal gucken, wie weit er ist. Das mache ich mal eben zur Sicherheit. Ich nehme den dann raus. Es gibt ja Varianten, da geht man mit dem Messer hinten rein. Ich würde immer den Spargel rausnehmen, eine Scheibe abschneiden und dann probieren. Weiß nicht, ob man es hört, aber er hat noch ein bisschen Biss, aber nicht viel. Also, ich sag mal, 3, 4 Minuten und dann muss er raus.
ihr seht, die Hollandaise ist ein bisschen angezogen. Aus diesem Grunde mache ich ein bisschen Spargelfond dran. Dann wird sie ein bisschen leichter. So möchte ich sie auch haben. Ich möchte sie nicht so dick haben. Ich möchte schon so ein bisschen dünner. Dann hat sie auch einen leichteren Charakter und gibt dem Gericht einfach eine andere Frische und eine andere Leichtigkeit. Zucker karamellisiert. Ein bisschen Rapsöl habe ich da für den karamellisierten Spargel und eben den roh geschnittenen, so schräg geschnittenen Spargel. Wenn ich den Zucker karamellisiere, sieht man jetzt, er fängt an zu schmilzen. Er darf ruhig so ein bisschen bräunlich werden und dann muss der Tropfen Rapsöl dazu, weil der Spargel braucht so ein bisschen Öl, aber nicht viel. Und dann kann ich ihn schön mit Farbe bräunlich dünsten, karamellisieren. So, jetzt kommt ein bisschen Rapsöl dazu und den Spargel rein. Und jetzt schön karamellisieren, Prise Salz. Man kann ein bisschen Pfeffer ranmachen. Ich mag das nicht so gerne, weil ich habe eine schneeweiße Spargelsuppe und möchte nicht diesen schwarzen Pfeffer dran haben. Weißen Pfeffer könnte man machen, aber das will ich auch nicht. Der weiße Pfeffer ist, finde ich, sehr, sehr dominant. Deswegen einfach nur eine Prise Salz. Ich habe diese tolle Suppe. Und der Spargel, durch das Karamellisieren, kriegt er so einen schönen Geschmack. Da braucht es wirklich sonst nichts. Na, ein bisschen Rapsöl noch, ein Tröpfchen. Was mache ich noch in die Spargelsuppe rein? Ein bisschen braune Butter. Dafür mache ich ein bisschen Butter. Mal ein bisschen was rausnehmen hier. Und lasse sie einfach mal so lange vor sich hin brutzeln, bis sie schön nussig, schön braun ist. Im Grunde nach dem Prinzip, wie ich die geklärte Butter gemacht habe, nur ein bisschen länger. Und das mache ich nachher in die Suppe rein. Ja, der Spargel wird schon schön braun hier. Check nochmal eben hier den Stangenspargel. Sieht schön aus. Ja. Das stresst jetzt auch überhaupt nicht. Der könnte jetzt sogar noch 5-6 Minuten im Wasser liegen. Passiert nichts. Der hat eine schöne Konsistenz. Duftet wunderbar. Leichte Süße, aber sonst der reine Spargel und die Röststoffe. Passt. Beiseite. Butter läuft hier auch. Und jetzt mache ich hier die Vinaigrette fertig. Für die Vinaigrette habe ich ja Schalotten angeschwitzt, ein bisschen Olivenöl, habe dann den Spargelfond dran gemacht, aus Olivenöl und Balsamico ein bisschen Vinaigrette gerührt. Jetzt kommt der rohe Spargel dazu. Frühlingslauch, kleine Röllchen, Schnittlauch, ja, nicht zu viel, und großzügig Tomatenwürfel. Das ist die Vinaigrette für den lauwarmen Spargel. Sehr gut. Wenn ihr möchtet, kann ich anrichten. So, Spargel ist jetzt wunderbar perfekt von der Konsistenz. Der kommt jetzt hier raus aufs Tuch und ich richte an. Ich habe vorbereitet den Spargel, immer noch schön heiß. Die Spargelsuppe habe ich, den karamellisierten Spargel, braune Butter für die Spargelsuppe gleich zum Schluss, meine Sauce Hollandaise habe ich und die Vinaigrette. So. Für den Spargel Vinaigrette, ich probiere noch mal eben. Sieht ganz toll aus hier, wunderschön die Farben. Ich brauche nichts machen, sehr gut. Schön ausgewogen, die Säure, Salz, den Pfeffer merke ich auch, aber ganz leicht nur. Die Frische von dem Frühlingslauch, der rohe Spargel, die Scheiben ist auch ganz wichtig dabei. Der macht das Ganze schön knackig. So.
schön den Spargel drauf. Einmal. Jetzt machen wir den Spargel Hollandaise. Also ihr braucht natürlich nicht hier alle drei Varianten auf einmal machen. Ich möchte es euch einfach nur zeigen, was man daraus machen kann. Ihr macht an einem Tag, gibt es halt eben Spargel mit Sauce Hollandaise und neuen Kartoffeln und ein bisschen Kartenstimm dazu. Am nächsten Tag oder die Woche drauf gibt es Spargel Vinaigrette und dann irgendwann eine Spargelsuppe. Okay, jetzt machen wir hier den Spargel mit Sauce Hollandaise. Die mache ich hier separat. Schöne Konsistenz. Wunderbar. So. Und jetzt machen wir noch das Spargelsüppchen. Da mache ich den karamellisierten Spargel jetzt in den Suppenteller rein. Und meine schöne Haushaltskelle hier. Und zum Schluss ein bisschen braune Butter. Nicht zu viel. So, ein bisschen Kräuter noch dran. Schöne neue Kartoffel. Ja, ich bin zufrieden. Spargel-Vinaigrette, Spargelsauce Hollandaise. Und meine Spargelsuppe mit brauner Butter und karamellisierten Spargel. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Nachkochen. Und immer schön liken, weiterempfehlen und abonnieren. Tschüss, euer Thomas.